EduCamp, alle Räume oben sind besetzt. Eine gute Gelegenheit, mal ein, zwei Gäste noch mal zu fragen, woher sie kommen, wer sie sind und was sie machen und auch was sie hier interessiert. Und da ist mir doch Erich über den Weg gelaufen und da habe ich gleich mal nachgefragt und am besten, er stellt sich kurz selbst vor. Ja, hallo, mein Name ist Erich Knob und ich bin Dozent und mache Lehre an der Charité in Berlin. Wie hast du von EduCamp gehört? Ganz zufällig. Ich interessiere mich sehr für E-Learning, E-Learning-Methodik und habe da bei einer Google-Suche, wie man das also macht, bin ich sofort ziemlich schnell aufs EduCamp gestoßen und habe dann die Seite durchforstet und muss sagen, dass es also extrem interessant ist, was hier gemacht wird. Das war vor einigen Wochen und bin dann auch gleich nach Ilmenau gefahren. Klasse. Jetzt ist der Tag noch nicht mal zur Hälfte rum. Was ist denn dein erster Eindruck? Also ich finde es bis jetzt ganz super. Man hat sicherlich verschiedene Sachen im Ohr. Man benutzt ja auch diese Techniken zumindest zum Teil in der täglichen Arbeit. Aber man ist doch überrascht, oder ich war zumindest überrascht, wie viel es auch gibt, was ich gar nicht weiß. Oder wie viele Randaspekte es gibt, die ich nicht weiß. Und die auf jeden Fall interessant und vermutlich auch nützlich sind. Jetzt bist du Mediziner. Welche Rolle spielt denn so im Moment überhaupt der ganze Bereich E-Learning in der Ausbildung von Medizinern, in der Aus- und Weiterbildung von Medizinern? Also E-Learning ist in der Medizinerausbildung oder muss man sagen auch in der Medizinerausbildung ein ganz wichtiger Bereich und ein ganz stark zunehmender Bereich auch. Und wir haben da in der Charité auch sehr gute Unterstützung von Seiten der Universität. Es gibt eine sehr gute E-Learning-Abteilung mit mehreren Mitarbeitern, die also regelmäßig Tutorials machen, die Seminare machen, die aber auch ganz konkret helfen, also Lehrideen umzusetzen. Ganz banal, wie mache ich aus einem PowerPoint ein PDF, um den dann ins Netz einzustellen, oder wie kann man den direkten Mitschnitt von Vorlesungen organisieren. Es wird auch Technik zur Verfügung gestellt. Also da muss ich sagen, die Unterstützung in der Charité ist wirklich sehr gut. Mitschnitt von Vorlesungen ist natürlich ein interessantes Stichwort. Es gibt ja diese iTunes-Universität, es gibt sehr viele offene Universitäten in den Staaten, es gibt eine ganze Reihe von Unis, die ihre kompletten Vorlesungsverzeichnisse auch im Bereich der Medizin ins Netz stellen. Wie sieht das denn in Deutschland aus? Also die Situation in Deutschland ist sicherlich heterogen und das ist auch bei uns heterogen, soweit ich das weiß. Es hängt teilweise stark von der Motivation und Bereitschaft der einzelnen Dozenten ab. Und das ist sehr heterogen. Also einige Leute lassen schon alle ihre Vorlesungen mitschneiden und dann eben als Podcast ins Netz stellen. Andere sind im Experimentierstadium, wo das wird teilweise gar nicht gemacht. Das ist sehr heterogen. Wie ist die Nachfrage bei den Studenten? Die ist offenbar relativ stark. Also dieses dezentrale Lernen und dieses nicht simultane Lernen, dass man also auch zu Hause sich mal eine Vorlesung nochmal reindrehen kann, das ist sehr interessant für die Studenten. Das wird sehr gut angenommen. Und bei praktizierenden Ärzten? Das entzieht sich meiner Kenntnis, muss ich sagen. Aber ich denke, dass es da von einigen Firmen inzwischen auch zu gezielten Themen Lehrfilme und so weiter gibt. Zeichne doch mal so ein Zukunftsszenario auf die nächsten 2-3 Jahre, wohin sich das hin entwickeln könnte. Eine sehr gute Frage. Wenn wir das alle wüssten, nicht, dann würden wir ja heute schon das machen, was in 2-3 Jahren optimal angenommen wird. So ist es aber leider nicht. Also ich denke, dass ganz allgemein die Bedeutung der E-Lehre ganz stark zunehmen wird. Und ich traf kürzlich eine Studentin, die aus Amerika kam, wo ja alles viel besser ist, obwohl es gar nicht immer so ist. Jedenfalls dort an der Uni, wo sie war, kriegte sie als erstes gleich ein iPod geschenkt auf Kosten der Uni, weil dort eben also wesentliche Teile der Lehre eben bereits über E-Learning, Podcasts und so weiter laufen. Also das ist hier sicherlich noch nicht so weit, jedenfalls soweit ich das überblicke. Aber es ist ganz klar von zunehmender Bedeutung. Es wird sich, denke ich, auch entwickeln von einem rein passiven Downloaden von Folien zu einer Interaktion. Also wir haben da so ein Wiki-Blog-System, wo also die Interaktion, also nicht nur das, der Abfluss vom Dozenten, sondern eben auch der Rückfluss, der Kommentar und möglicherweise eben auch echte interaktive Lehre vielleicht ablaufen kann. Aber das sind alles Sachen, die sehr in Entwicklung sind und die man jetzt kaum übersehen kann. Aber ich denke, die Tendenz wird dahin gehen. Man muss sich auch fragen, natürlich, ob das jetzt alles, wo E-Learning draufsteht, auch wirklich sinnvoll ist. Nicht? Da habe ich teilweise auch meine Zweifel, aber das muss geprüft werden. Das muss
getestet werden oder einfach, es muss auch in der Interaktion mit den Studenten geprüft werden. Also ich habe bis jetzt sehr gute Resonanz auch auf mein Internet-Lehrangebot, auf die Folien und so weiter und bin da an sich sehr zufrieden. Also Studenten haben also sehr großes Interesse. Was nimmst du dir von Anregungen bisher so mit, hier aus Ilmenau? Ja, wir hatten jetzt ja erst 2 Sessions, also das ist vielleicht ein bisschen früh, Stichwort Twitter vielleicht. Bin ich jetzt nicht ganz so überzeugt von persönlich über den Nutzen, also speziell für E-Lehre. Ansonsten kann man sich darüber streiten, aber für E-Lehre sehe ich das momentan eher nicht. Aber Techniken schaffen sich auch ihre Anwendung teilweise, muss man vielleicht sehen. Und was war ja die Vernetzung, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Ob das für die E-Lehre relevant wird, weiß ich nicht. Dass da Wikis und Blogs vernetzt werden zusammen, vielleicht auch mit Videoangeboten und so, dass also verschiedene Medienkanäle dann in einer Endplattform münden. Das muss man sehen, auch dahin wird sicherlich gehen müssen, weil sonst muss man auf zu vielen Kanälen suchen. Aber ob das kommt und ob das für die E-Lehre relevant wird und wann das soweit sein wird, das ist sicherlich offen. Also ich persönlich bin der Meinung allerdings, dass die Präsenzlehre nicht ersetzt werden kann. Also ich denke, kein noch so guter Blog oder auch kein noch so guter Podcast kann, ich würde jetzt mal sagen, gerade in der Medizin, aber sicherlich allgemein, kann die direkte Interaktion von Dozent und Student ersetzen. Das, denke ich, ist nicht möglich. Der Dozent ist auch beispielgebend natürlich für den Studenten. Und das ist vielleicht gerade in der Medizin ein wichtiger Punkt. Der Dozent ist beispielgebend auch, zum Beispiel, wenn wir an Untersuchungskurse denken, für den Umgang mit Patienten zum Beispiel oder für die Herangehensweise ethisch an die Medizin. Also da denke ich, ist Präsenzlehre nicht zu ersetzen. Aber als Adjuvanz auf jeden Aber Fall. Aber als Adjuvanz ist das sicherlich sehr nützlich und Studenten sagen immer wieder, wie nützlich es sei, das nochmal ganz in Ruhe zu repetieren, wenn man nicht abgelenkt ist während der Veranstaltung durch das Mitschreiben. Mancher profitiert vom persönlichen Mitschreiben, mancher nicht. Da muss auch jeder Student gucken, wie das für ihn passt. Das ist also nicht zu generalisieren, denke ich. Hast du schon einen Kollegen hier entdeckt? Also hier bisher noch nicht, aber ich bin auch noch nicht lange da. Die Teilnehmerzahl ist ja relativ groß, also deutlich über 100.